Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten Part von Perfect World Eclipse. Ja, ich habe den letzten Part damit abgeschlossen, dass ich bei Farbenmaske die Quests weitermachen wollte. Ich habe eine Questreihe gefunden, Halleluja. Wir haben gespürt, wie eine boshafte Präsenz, bla bla bla. Oh, jetzt habe ich sogar, oh, zwei sogar. Den See heilen, das wollte ich tun. Hey, ganz ruhig. Hilfe. Hallo, ich werde angefallen. Mensch. Arschloch. Das Erscheinen des Schalensee-Hais hat eine Welle dunkler Korruption hervorgebracht. Zum Glück habe ich mich bereits auf ein solches Ereignis vorbereitet. Die drei Säulen im See sollten in der Lage sein, die Korruption aufzuhalten. Doch müssen wir sie von Hand aktivieren. Hey, jetzt lass mich in Ruhe, Mann. Ich habe bereits den erforderlichen Zauber auf euch gesprochen. Ihr müsst also nur noch nahe genug an die Säulen gelangen, die ver Verborgenen Kreaturen werden dann sichtbar werden, zerstört sie und reinigt die Gewässer von Gottes Auge. Wir sollten versuchen, die Schönheit dieses Ortes zu erhalten, auf jeden Fall. Also was die Schönheit des Ortes angeht, bin ich wirklich, muss ich sagen, halt, stopp, halt, halt! Die hat noch eine Quest. Die hat noch eine Quest. Der Schalensee-Hai ist wie die anderen heiligen Bestien sehr mächtig, besonders im Wasser. Ich glaube nicht, dass ihr ihn alleine besiegen könnt. Ruft doch einige trainierende Krieger herbei und stell dich gemeinsam dem Hai. Ich kann es allein mit ihm aufnehmen. Überlass es mir. Also das sind so. Okay. Ich habe beim letzten Mal angesprochen, dass es hier dieses Anfangsgebiet nicht wie in dem damaligen Gebiet so tutorialmäßig aufgebaut ist. Das ist jetzt hier in den ersten paar Quests eigentlich schon immer so gewesen. Das war auch damals, als es noch kein wirkliches Startgebiet, kein komplett für alle Startgebiet gab, sage ich mal. Da war das auch schon so, dass man ab einem bestimmten Punkt gesagt bekommen hat, ja, du, der Feind ist ein bisschen stärker, da solltest du dich vielleicht mit anderen zusammentun, um den zu besiegen. Im Endeffekt hat man es trotzdem irgendwann irgendwie immer geschafft, den alleine zu besiegen. Es hat zwar ein bisschen gedauert, man ist ein paar Mal gestorben, aber man hat es immer geschafft. Und dementsprechend, ja, du müsstest schon weiterlaufen, meine Liebe. Dementsprechend war es halt nicht zwingend notwendig, sich mit irgendwem zusammenzutun. Und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, mich hier mit irgendwem zusammenzuschließen. Ich meine, ich bin zwar hier auf dem deutschen, nein, europäischen Server, so rum. Allerdings muss man sich halt trotzdem meistens auf Englisch unterhalten. Weil. Oh, ah, oh mein Gott, Hilfe! Ah! Das sind große, große, böse Viecher. Hilfe! Ah! Das sind drei Stück. Okay, jetzt wird es doch schon ein bisschen spannender, Leute. Muss ich schon zugeben. Wenn mich drei Viecher auf einmal angreifen, dann wird es schon tricky hier. Los, Elfe, greif sie an. Du schaffst das. Oh mein Gott, den zweiten habe ich. Komm schon, meine Elfe. Hau rein. Ich sehe mich gerade überhaupt nicht. Aber ist egal. So, Münzen einsammeln bitte. Ah, ich sehe nichts. Mano. Was ich auch immer ein bisschen schade fand. Gibt's hier. Da war noch ein Mana-Trank. Irgendwo war noch ein Trank. Da ist noch ein Trank. Ne, ein Heiltrank so. Oh. Zauberte Stulpen. Nehme ich. Nehme ich alles. Kein Problem. Was ich auch immer ein bisschen schade fand. Es gibt hier ja die Rasse Meereskinder. So, und ich dachte immer, die Meereskinder wären halt was ganz Besonderes. Ich fand die halt immer mega gut. Oh, was ist das? Was ist das? Das ist der Schalensee-Hai. Das Vieh ist voll schön, Mann. War ja ernst? Okay, ich nehme es gleich mit ihm auf. Diese Meereskinder fand ich halt immer unglaublich cool. Wer mein Let's Play schon was länger verfolgt, der weiß, dass ich diese Rasse einfach nur liebe. Zum einen wegen ihrem Aussehen. Die sehen einfach unglaublich genial aus. Die haben eine richtig tolle Aufmachung. Sind immer so mehr die Assassinen gewesen. Die Assassinen und die, ja, der Mitstieler der Magier. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das so eine Rasse, die einfach besonders ist. Die auch was Besonderes ausstrahlt in diesem Spiel, finde ich. Autsch. Wartet. Ich will jetzt dieses Mal bitte was sehen. Danke. So, jetzt auf sie mit Gebrüll.
Und ich dachte immer, die wären auch insofern was Besonderes, dass... Ich brauche einen Heiltrank. Ist das Heil? Heilung? 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 Keine Ahnung, welches von denen jetzt Heilung ist. Aber ist auch egal. War offensichtlich beides gut. Ich dachte immer, die wären insofern auch was Besonderes, dass sie... ja, sie können halt ein bisschen schneller schwimmen. Das stimmt schon. Als normale Charaktere, sag ich mal. Aber das ist halt auch alles. So, sie haben halt eine besondere Form im Wasser. Sie verändern ihre Form im Wasser. Und das ist aber irgendwie auch so das Einzige, was an denen dann jetzt so furchtbar besonders ist. Ich dachte immer, so die anderen Charaktere, so ja, die können halt nicht so lange unter Wasser bleiben, bla blub. Aber das ist hier vollkommen Wurst, weil Luft, die brauchen keine Luft. Atmen, überbewertet, braucht keiner. Dementsprechend finde ich es halt ein bisschen schade. Damit hätte man die Meereskinder noch mal ein bisschen hervorheben können. Ich habe, glaube ich, leider nie Meereskind im Let's Play gehabt. Ich könnte ja auch einfach... ja, nee. Also ich kann ja jetzt ja natürlich leider nicht jede Klasse durchgehen. Ihr könnt aber mal auf YouTube suchen. Ich bin mir sicher, dass irgendwer in einem Perfect World Let's Play ein Meereskind gemacht hat. Da könnt ihr euch gerne mal angucken, wie die Aufmachung von denen ist. Wenn es ein älteres ist, ist natürlich ein bisschen blöd. Weil die haben sich im Laufe der Zeit ja auch verändert. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die mittlerweile cooler aussehen, als sie es früher getan haben. Beziehungsweise, dass sich da nochmal ein bisschen was verändert hat. Es hat sich ja an der allgemeinen Aufmachung noch einiges getan. Oh mein Gott, ich habe ein Level Up. Was? Nein, das war was anderes. Ich habe kein Level Up. Doch, ich habe ein Level Up. Bam, bam, bam. Würdet ihr bitte sterben, verdammte Scheiße. Bams. Bewegungslose Aktion? Hä? Was zum... Ach, ist egal. So. Einmal wieder hier runter, weil dann sehe ich den Stuff auch. Sonst sehe ich den nämlich überhaupt... Nee, ich halt! Baumwollfaden. Elementarpulver, Münzen, Münzen, Münzen. Gib mir die Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Da sind noch welche. Ich wusste, dass da noch welche sind. So, und jetzt kümmere ich mich noch um diesen Hai. Bitte ein bisschen höher. Dankeschön. So, was war jetzt die Heilung? Ist das die Heilung? Und beim Tod nicht Gesundheit. Okay. Hallo Hai. Du siehst nicht aus wie ein Hai. Oh, 5000. Okay, das könnte wirklich ein bisschen schwierig werden. Und es könnte vor allem eine Weile dauern. Aber daran seht ihr, es kommt halt... Ich kann ja meine Elfe wieder zu den Fuchen. Los! Greif sie an! Das ist zum Beispiel... Das sieht ein bisschen wie so ein Mentalist von den Meereskindern aus. Die haben nämlich auch so eine komische Murmel, die sie auf der Hand rumfliegen haben. Und mit der sie dann immer quasi mit Zaubern um sich schmeißen. So, Hai besiegt. Habe ich irgendwas Besonderes bekommen? Ja, seine Seele habe ich bekommen. sonst noch irgendwas? Ja? Ach, da ist direkt der Nächste. Was denn, das war alles? Euer Ernst? Naja, ist egal. Ich gehe einfach mal zu ihr zurück. Ich habe quasi beide Quests erledigt. Ich habe sogar ein Level Up. Und ich habe festgestellt... beim letzten Mal bin ich in der geistigen Bildung aufgestiegen, Leute. Und da hat es ja so ein awesome Bild gegeben. So, oh mein Gott, ich habe mich voll erschrocken, aber ich fand es auch mega gut. Und ich habe herausgefunden, dass es das hier irgendwo auch gab. Wartet, wartet, wartet. Level 1, das ist, ja, ja, ja. Ah nee, das ist mein... Nein, auch nicht, okay. Naja, auf jeden Fall kann ich hier meine geistige Bildung, Fähigkeiten gedöns erhöhen. Offensichtlich muss man da jetzt nicht mehr zu jemandem hin. Ich glaube aber, das hatte ich auch schon mal festgestellt. Hier gibt es einmal Weiser und Dämon. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Auswirkung momentan hat. Gibt es irgendwelche... Nein, das hat noch keine wirklichen Auswirkungen. Mondschatten. Was haben wir denn hier? Geistlicher Eingeweihter. Ihr haltet eure innere Dunkelheit nicht länger im Zaum und verwandelt euch in eine schattenhafte Mondseele. Ich renne schon wieder gegen die Wand. Wundervoll. Vielen Dank.
Hält 18 Sekunden lang an, erhöht das Tempo eures normalen Angriffs um 20% und verringert eingehende Fernkampfschaden um 12,8%. Verstärkt außerdem bestimmte Fähigkeiten. Kostet 30 G. Nehme ich. Sehr gerne. So, das ist aber auch das Einzige. Hier die beiden kann ich natürlich noch erhöhen, sage ich mal, auf Level 2 und Level 3. Und dann Warrittert schon wieder. So einfach kann man seine Fähigkeiten hier verbessern. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man da nicht immer irgendwen aufsuchen muss. Finde ich aber allerdings dann auch ein bisschen unrealistischer. Weil wie soll man sich selber beibringen, wie man in seinen Fähigkeiten besser wird? Naja, ist egal. So. Diese beiden Quests hätten wir damit auch erledigt. Sind schon wieder über 10 Minuten hier. Die gehen immer so schnell vorbei. Hallo, Farbmaske. Ah, unglaublich. Einfach unglaublich. Es gibt nur wenige, die es wagen würden, sich dem Schalensee-Hai zu stellen. Ihr aber habt es gewagt und wart siegreich. Es scheint, als hätten wir viel von euch der jüngeren Generation zu erwarten, zu lernen. So. Ja, nun, ich werde mein Bestes geben. Oh mein Gott. Benötigt Magie 13. Gibt's hier auch irgendwie wieder sowas mit, für den und den und sowas? Leichte Adligenrüstung. Schwere Adligenrüstung. Nein, ich glaube, ich muss die nehmen, ne? Nötig geschickt 10. Muss ich das eigentlich noch selber einstellen? Ja, ne? Ich muss das selber noch einstellen. Ich habe 30 Punkte zu vergeben. Holy shit! Ja, aber ich sollte immer auf Stärke und Geschick. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich die skillen muss. Ich habe voll Schiss, dass ich die jetzt verskille. Verteilung der Attributpunkte. Verteilt Punkte an die 4 Attribute, damit euer Charakter auf unterschiedliche Weise wächst. Punkte werden beim Ausrüsten oder Erlernen bestimmter Fähigkeiten benötigt. Ja, da habe ich mir das meistens so gemacht, dass ich mir angeguckt habe, wie was für Attribute meine Waffe braucht. Und die braucht Stärke und Geschick. Ich glaube sogar... Nein, beides gleich. Okay. Dann würde ich sagen, packe ich das doch mal wieder auf Stärke. Und Geschick. Würde ich hier natürlich auch mal so ein paar noch auf Vitalität packen. So. So ein paar lasse ich mir immer ganz gerne übrig. Nur für den Fall, dass ich irgendwas noch... Titel? Gewünschten Titelnamen. Wie man erweiterte Titel erwerben kann. Ach, scheiß drauf. Okay, jetzt könnte ich theoretisch auch die hier nehmen. Nein, könnte ich nicht. Magie 13. Ist egal, ich nehme die. So, bestätigen. Dankeschön. Kann ich dann jetzt bei Gelegenheit irgendwann wahrscheinlich auch Halo am Schienen? Yeah. So, weg damit kurz. Wir haben gespürt, wie eine boshafte Präsenz erwacht. Herzzeichen und ich sind hier, um dem auf den Grund zu gehen. Einladung der Maiden. In solch kurzer Zeit habt ihr es bereits geschafft, 3 Seelen der heiligen Bestien einzufangen. Dies hat nicht nur uns schockiert, sondern auch das Augenmerk der himmlischen Maiden auf euch gezogen. Sie möchten sich mit euch treffen und könnten vielleicht mehr Hinweise und Pläne für euch haben. Ich werde euch nun zur Mondlichtung bringen. Macht uns stolz. Richtig, das werde ich. Okay. Oh mein Gott, ist das cool. Moment. Oh. Oh, ist das cool. Oh. Es ist so wunderschön. Das ist natürlich jetzt wie WoW. Ähnlich wie WoW. Und ähnlich wie viele, viele andere MMOs auch. Dass man einfach von Punkt A zu Punkt B geflogen wird. Einfach über alle möglichen Plätze einmal drüber fliegt. Ich finde es unglaublich gut gemacht. Davon ist die nächste Quest. Ja, sieht man schon so durch die Baumwipfel. Oh, ist ja so wunderschön.
Aber es dauert irgendwie auch ewig. Warum zum Henker fliegen die mich ja einmal quer über die Map? Ach, da oben komme ich jetzt. Holy shit. Gott, gibt das ein geiles Intro. Und? Skidoosh. Awesome. Mein Gott, ist das geil. Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist so unglaublich gut. Okay, die Maiden. Hallo, bei dir kann ich eine Quest abgeben. Die himmlischen Wesen dürfen uns eigentlich nicht in die Angelegenheiten der Sterblichen einmischen. Die himmlischen Bestien wurden jedoch verdorben und sind zu Abscheulichkeiten geworden. Sie werden die Welt zerstören. Helft mir, diese Lande zu retten. Willkommen, junger Krieger von Perfect World. Ich bin eine Kriegerin, Mann. Im Namen aller Bewohner vom himmlischen Tal möchte ich unseren Dank aussprechen. Ich tat nur, was jeder Pflichtbewusste getan hat. Bla bla bla. Ihr habt ein starkes Pflichtbewusstsein, seid entschlossen und mutig. Nur wenige können das von sich behaupten. Keine Bescheidenheit, ihr verdient unser Lob. Leider ist die Zeit zu feiern noch weit entfernt. Während wir hier sprechen, treiben sich noch 4 weitere heilige Bestien frei umher. Alle Leben sind in großer Gefahr. Wir benötigen noch immer euren Willen und euren Mut. Ruhe ist für die Toten. Oh, oh mein Gott. Ich krieg ein... Ist das dieses Aeropod-Dingsbums? Ja, ich krieg das Fliegedings. Welches ist das? Dämon? Was? Achso. Das hier. Kaltblut. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist. Aber, oh, ich kann jetzt fliegen. Oh Gott, ist das geil. Guck mal, was sie mit ihren Schwertern macht. Macht die andere das auch? Ich bin mir sicher, dass ihr erfolgreich sein werdet. Das Einfangen dieser 3 heiligen Bestien wird die anderen 4 bestimmt warnen. Wir werden euch unser Bestes geben, um euch zu helfen. Doch werdet ihr von nun an diese Mission alleine ausführen. Ich bete für euch, dass ihr diese Mission ohne Fehlschlag abschließen könnt. Überlasst das einfach mir. Hier, ich möchte euch dieses Aeropod schenken. Von nun an könnt ihr jederzeit in die Lüfte aufsteigen. Geht mit unserem Segen zurück auf die Oberfläche. Eure neue Quest erwartet euch. Danke. Das heißt, ich kann jetzt fliegen. Oh mein Gott, ich kann jetzt fliegen. Gib mir, gib mir, gib mir. So, jetzt will ich wissen, wie ich fliege. Ah, wartet, ich kann noch meine neue Rüstung anlegen. Was ist denn hier? Zack. 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 Gehört das dazu? Ja. Wow. Nicht schlecht. Ich könnte auch eine neue Waffe gebrauchen, glaube ich, ne? Ich glaube, bei Gelegenheit sollte ich mir mal eine neue Waffe zulegen. So, jetzt will ich aber gucken, wie ich fliege. Wie fliege ich nochmal? Auf 4. Wow. Oh. Oh, oh, okay. Ja. Sieht schon ganz nett aus. Aber ich habe eigentlich auf Flügel gehofft oder sowas. Aber? Sieht so ein bisschen aus wie Rollerblades, oder? So Airgear. Yeah. Okay, ist cool. Ist wirklich cool. Yeah. Ja, doch. Ich find's echt cool. Okay, ja, ich muss den Part auf jeden Fall jetzt beenden. Ich werde auf jeden Fall jetzt zurück zur Farbenmaske gehen. Das werdet ihr auch noch mitbekommen, glaube ich. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ein wirklich mega genialer Part, meiner Meinung nach. Und, ja, wir haben sogar ein bisschen was erreicht. Es ist doch mehr oder weniger Tutorial-mäßig. Habe ich jetzt so bisher noch nicht festgestellt. War auch einfach irgendwie noch nicht vorhanden. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid es auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da, entschuldigt. Oh Gott, jedes Mal werde ich in ein paar zu müde. Da bin ich schon. Okay. Es scheint, als würde euch die heiligen Maiden mögen. Die anderen erwarten euch. Besucht sie.
Lokiosin. Wie auch immer. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da. Schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.